Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bietet zahlreiche meteorologische Dienstleistungen für ihre Kunden an. Für einen besseren Service und effizientere Arbeit stellt sich die PTB der Herausforderung, die komplexen internen Prozesse in einen interoperablen digitalen Workflow zu transformieren. Doch was bedeutet das für unsere Kunden? Sie haben ein neues Produkt entwickelt, für das sie eine Kalibrierung, eine Konformitätsbewertung oder eine Prüfung benötigen. Sie senden den Auftrag an die PTB. Der Auftrag kann künftig medienbruchfrei digital über die e-Services, ein webbasiertes Kundenportal, übermittelt werden. Eine integrierte Statusleiste zeigt zudem den Fortschritt der Bearbeitung. Ist diese Bearbeitung abgeschlossen, wird dem Kunden das digital signierte digitale Zertifikat über die e-Services zur Verfügung gestellt. Doch wie sieht der Gesamtprozess innerhalb der PTB aus? Der Auftrag wird künftig über die e-Services an die PTB übermittelt. Ein persönliches Kundenkonto dient dabei der Erfassung und Pflege der administrativen Daten. Diese werden zusammen mit den erforderlichen maschinenlesbaren Unterlagen direkt in die E-Akte der PTB übertragen. Anhand der automatisch generierten Metadaten wird in der E-Akte ein entsprechender Vorgang angelegt. Implementierte Dokumentvorlagen helfen bei der Dokumentation und Bewertung der eingegangenen Unterlagen. Die erforderlichen Bearbeitungsprozesse und Laufwege sind in der E-Akte klar definiert und gewährleisten auf diese Weise ein transparentes und effizientes Arbeiten. Die jedem Auftrag beigeordneten Metadaten werden künftig in jedem neuen Arbeitsschritt genutzt und sukzessive erweitert, sodass diese am Ende direkt und medienbruchfrei in die Erstellung digitaler Zertifikate einfließen können. Doch vor der Zertifikaterstellung steht auch weiterhin die klassische Prüfung der Geräte, Software oder Ähnlichem. Um auch hier einen medienbruchfreien digitalen Ablauf zu gewährleisten, beschäftigt sich die PTB aktuell mit der Ausarbeitung geeigneter Schnittstellen zu den vielfältigen, sich bereits im Einsatz befindenden Werkzeugen. Der Datenfluss von den Metadaten der E-Akte zu dem Prüflabor muss dabei ebenso sichergestellt werden wie die anschließende Rückführung. Nach erfolgter Prüfung wird von der PTB künftig ein digitales Zertifikat ausgestellt, welches elektronisch gesiegelt wird. Über das Kundenportal e-Services wird das fertige Zertifikat digital in menschen- und maschinenlesbarer Form dem Kunden zur Verfügung gestellt. Die eben beschriebenen interoperablen digitalen Prozesse lassen sich bündeln auf einer Plattform namens Metrology Cloud. Die Metrology Cloud wird an der PTB entwickelt und ist ein dezentrales Vertrauensnetzwerk für das europäisch regulierte gesetzliche Messwesen als Teil einer digitalen Qualitätsinfrastruktur, kurz QI Digital. Und sie steht für die Datensouveränität, Sicherheit und Datenschutz by Design. Zu allen der genannten Bausteine finden Sie weitere Videos auf dieser Seite, zum Beispiel zu unserem Kundenportal e-Services, zu unserem digitalen Kalibrierzertifikat DCC und ebenso zur Metrology Cloud und zum QI Digital.